Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Survivor. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter. Ich muss jetzt hier den letzten Baumstamm. So. Da habe ich ein bisschen groß geschnitten, vielleicht. Den letzten. Auf! Ja, moin. Auf den Hänger. Bleib jetzt liegen. So. Gut. Puh, so, Spanngürtel drum. Ja, so, der letzte ist auch noch fest. Sehr schön, da haben wir ein bisschen Holz gemacht. Und dann würde ich sagen, fahren wir nochmal zurück zum Herrn Ellmann und schauen mal, dass wir das Zeug ins Sägewerk gebracht bekommen, dass wir so schnell wie es geht irgendwie ein bisschen Geld bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall die ersten Dollaris in der Tasche. So. Kurz noch beim Herrn Ellmann auf jeden Fall Bescheid sagen, dass ich da oben drei Bäumchen umgesägt habe. Dass der da auch Bescheid weiß. So, ist er noch im Feld zugange? Der ist noch zugange. Warum hier? Herr Hellmann? Ja. Ja, ich wollte noch schnell Bescheid sagen. Ich habe drei Bäumchen oben. Drei kleine Bäumchen habe ich umgesägt. Okay. Na? Und habe die hier schon mal aufgeladen. Oh. Sieht ja wild aus. Du, pass auf. Ja? Bevor du die wegfährst, ja? Könntest du mir einen ganz anderen Gefallen tun, wenn du Zeit hast. Ich wollte die zwar hochbringen, aber klar, ich kann dir helfen, ja. Pass auf. Ich gebe dir ein bisschen Busgeld. Ich habe eine 2-Wochen-Karte. Okay, dann nehmen die erstmal. Kriegst nachher von mir Geld zurück. Weißt du, wo der Händler ist? Ja, bei dem war ich schon, den Eduard. Ja, da habe ich einen Mähdrescher bestellt. Kannst du einen Mähdrescher fahren? Ich habe alle Führerscheine. Gut, dann tun wir einen Gefallen, fahr mit dem Bus da hoch. Okay. Und hol mir den Mähdrescher hierher und dann kannst du danach dein Zeug verkaufen fahren. Den Mähdrescher herholen. Okay, das kriege ich hin auf jeden Fall. Dann ja. parke ich das Auto erstmal bei dir am Hof, ja? Ja, das machen wir. Okay, perfekt. Gut. Aber wir fahren mit da keine Schramme rein. Das Ding ist nagelneu. Ja, nein. Also um Gottes Willen, ich werde schön langsam machen. Danke für das Vertrauen. Alles klar. Wenn du irgendwas hast, warte mal, ich gebe dir mal meine Nummer. Okay. Aber ich gehe nicht immer ran, weil so ein Smartphone-Scheiß wie ihr habt, da ihr jungen Spengels, habe ich nicht. Ja, okay, alles klar. Kein Problem. Ich soll dich einspeichern unter Herr Ellmann? Ja. Oh, okay. Mein Name ist Herr Ellmann. Okay. Ich hab's verstanden. Mein Vornamen hat dich noch nicht zu interessieren. Dafür kenne ich dich noch nicht lang genug. Ist kein Problem, Herr Ellmann. Ja. Alles klar. Danke. Alles klar, meine. Zeit ist ja. Geld. Ja, ich beeil mich. Das ist ja natürlich nicht schlecht, weil da können wir auf jeden Fall bei dem Herrn Ellmann schon mal ein bisschen Vertrauen aufbauen. Das ist eine gute Sache. Ich komme mal mit dem ja auch ein bisschen näher ins Geschäft. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich mit dem überhaupt näher ins Geschäft kommen will. Der scheint ein ganz schöner Geizhucke zu sein. Aber er hat einen stattlichen Hof. Da kann man mal nichts sagen. Also der Hof hier, der hat es auf jeden Fall in sich. So. Sieht auch alles sehr, sehr gepflegt und sehr sauber aus. Von daher, wir parken mal. Wo parken wir am besten? Ich habe so das Gefühl, dass es völlig egal sein wird, wo ich das Auto hinstelle, dass es im Weg steht. Okay, wir parken. Ah, hier vorne ist ganz gut, glaube ich. Ich glaube, hier stören wir nicht weiter groß. Parken einfach mal hier am Rand. So. Okay, gut. Ich hoffe, dass ich den Bus jetzt noch erwische und nicht ewig warten muss. Ein bisschen Radio hier auf die Ohren machen. Perfekt. Perfekt. So, super. Moin. Hallo, Herr Dieter, meine Wochenkarte. Jo, ich weiß noch. So dumm sind wir noch doch nicht. Das habe ich vergessen. Nein, perfekt, danke. Oh. Übrigens, nichts essen, keine offenen Getränke, Schuhe sauber.
Zeig ja. mir her, ihr Schlappen. Ja, ja, ja. Gut, perfekt. Kein Problem. Kein Problem. Und weiter geht's. Also wenn sie aussteigen geht's. Wollen, einfach schreien. Ich würde wieder beim Eduard, beim Händler oben aussteigen, Herr Diener. Okay. Perfekt. Okay. Hallo, Herr Lanze. Lanzel. Ja, ja. Lanzel heißt jetzt. Ja. Sie sind auch im Bus unterwegs, Mensch. Ja klar, mit meinem Spätzle ein bisschen eine Bustour fahren wir gerade. Ah, okay. Ja, ja, ich meine Stadt runter. Kenn ja den Spätzle noch nicht. Ah, das den nimmt an. Wer der jetzt? Grüß Gott. Sag, das steht nicht mehr vor. Grüß Gott, ich bin der Herr Professor Erhard. Und ja. zwar bin ich der leitende Bürgermeister von der Stadt. Der Herr Erhard? Sie sind der Bürgermeister? Ich bin's, der Bürgermeister, genau. Oh, perfekt. Das ist ja super, dass ich Sie direkt mal kennenlerne. Landwirt, mein Name, Landwirt Schewe. Schön, schön, Sie kennen zu lernen. Ja, ich bin quasi erst neu angekommen, möchte mir ein bisschen was aufbauen hier in der Ellerbach. In Ellerbach. Ah, das freut mich ja. Haben Sie schon eingelebt? Ja, also ich habe jetzt den Herrn Hellmann unten kennengelernt. Herr Hellmann, ja, ist, macht einen ganz netten Eindruck, der Herr Hellmann, unten im Dorf. Okay, ja. Schlecht. Hab ich ein bisschen... Okay, noch eins, Herr Schiewitz. Bei dem Bosbach, da müssen Sie aufpassen gehen. Bei wem? Herr Bosbach, das ist ein ganzer Wilder, da müssen Sie aufpassen. Der Bosbach, okay, warum ist das ein Wilder? Der nennen Sie ihn erst einmal kennen und dann machen Sie sich einmal ein Bild, aber ich sag's Ihnen, das ist ein ganz schlimmes. Etwas okay. eigen. Bei dem sind wir ständig, sind wir bei dem. Der macht nur Ärger. Der Herr Bosbach, okay. Okay, alles ja. klar, gut zu wissen. Danke für die Info auf jeden Fall. Wo haben sie ihren Amerikaner gelassen? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Ich habe den auch vor an der Bushaltestelle erst kennengelernt. Ja, ja. Aber ich habe den 10 Euro geliehen, fällt mir gerade noch ein. Die gehören zusammen, aber beide das gleiche, kein Geld. Große Träume, kein Geld. Ich habe eine 2-Wochen-Karte bezahlt. Ja, ich meine, da habe ich die Stadtrundfahrt gemacht, hatten erst, ja. Herr Erhard? Ja. Wissen Sie, ist vielleicht hier gibt es die Möglichkeit, vielleicht mal auf der Stadt vorbeizukommen, sich mal zu erkundigen. Sind hier vielleicht noch Höfe frei in Ellerbach? Wissen Sie das? Also gibt es hier noch Land? Mein großer Traum ist es ja schon immer gewesen, mal einen eigenen Bauernhof zu bewirtschaften. Okay, ja, das hört sich natürlich super an. Ja, aber ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall was Passendes für Sie vor Gemeinde natürlich finden werden. Ja. Traumtänzer. Wir wären dann da. Ja, okay. Herr Lanzel oder Herr Erhard, dann schönen Tag Ihnen noch, ne? Ich würde mich einfach mal melden auf der Stadt, ne? Zu den Öffnungszeiten. Genau, du meldest okay. sich auch. Passt. Danke, Herr Diener, für die tolle Fahrt. Servus. Ja, servus. Okay. Servus. Ist er denn schon wieder? Ach, Mai. Eduard! Jo, Landbart! Eduard, schön, dass ich hier bin. Pass auf, der Herr Ellmann hat mich geschickt. Hieß der Ellmann? Ich glaube, Ellmann war es. Der hat einen Mähdrescher bei dir gekauft und ich soll den abholen. Ja, da bist du bei mir genau richtig. Ja, ne, dann kommen wir mit, ja. Kann ich dir gleich mal zeigen, das gute Stück. Landwirt? Ja, Entschuldigung, Eduard, du musst verstehen, ich interessiere mich extrem, auch für alte Traktoren, bin sehr begeistert. Ah jo, kennst du dich da auch ein bisschen so aus, ja, mit alter Technik und so, also bist du da ein bisschen fingerfertig, so? Naja, ich sag mal so, also Finger, also ich habe keine zwei linken Hände, aber ich bin jetzt auch kein Historiker, ne, der alles da, jedes Teil da kennt, aber ich kann, also ich so ein bisschen rumbasteln und zerlegen und zusammenbauen, das ist... Schon, da habe ich Spaß dran, auf jeden Fall. Also wenn man dir jetzt sagen würde, was du machen müsstest an solchen alten Maschinen, das würdest du hinkriegen? Im großen Teil ja, auf jeden Fall. Naja, das könnte man ja vielleicht mal was draus machen, wenn man mal Hilfe brauchen sollte. Na, komm mal mit. Ja, okay. Hast du dich denn soweit gut eingefunden? Ja, ich habe, wie gesagt, den Herrn Ellmann schon kennengelernt, den Herrn Lanzel. Ja. Und jetzt noch den Herrn, jetzt habe ich schon wieder Erhard, glaube ich, der Heinz. Ja, ja. Der Erhard, der Professor hier. Ah, ja. Der Professor, euer Bürgermeister ja. da, ja, von Ellerbach. Mensch, Professor ja. als Bürgermeister, ist aber auch eine Hausnummer, oder? Naja, klar, aber wisst ihr, für nichts kommt nichts. So, nee, hier das hätten stimmt. wir das gute Stück. Uff! Oh, den habe ich mir jetzt aber kleiner vorgestellt.
Aber Landwirt, bist du eigentlich schon mal Drescher gefahren? Ja, ich habe alle Führerscheine, aber ich bin noch nie Drescher gefahren. Das ist schlecht. Ja, aber ich darf ja fahren, von daher. Aber du weißt, ne, der schwenkt hinten aus. Also der macht hinten mit der Lenkung, ne? Ja, du musst da ein bisschen umdenken. Bei den Kurvenfahrten, ne, musst du nicht so eng. Ich verstehe, ja. Ja, und musst halt auch dran bedenken, selbst wenn der hinten ausschwenkt, der Anhänger läuft trotzdem nach. Kacke, was habe ich mir jetzt hier eingebrockt? Ich habe eigentlich gehofft, dass oder gedacht, dass hinten hier sowas Kleines ist, wie der Rode da hinten. Oder irgend so ein Mähbalken so ungefähr. Aber dass der so, ich dachte, dass der von so einem richtig großen Drescher redet, weil der hat mir da unten einen Stundenlohn von 50 Cent angeboten. Ich dachte, das ist so ein Geizkragen. Ach, das ist normal. Ich helfe auch ab und zu mal bei ihm aus, wenn er mal nicht kann oder so. Da kann ich auch bloß 5 fängen. Das ist, aber ich hab ihn gefragt, ob das vielleicht ein bisschen wenig ist. Und da hat er gesagt, nee, das ist, war schon immer so. Und früher gab es auch noch 50 Pfennig. Und da war das viel Geld und Ende aus. Ja, er ist halt immer, du musst sehen, er ist halt immer ein bisschen mufflig. Ne? Er muss immer ein bisschen aufpassen, wie die Tagesstimmung ist. Okay, na, wenn man das weiß, ist ja in Ordnung. Okay, also, aber er hat ja schon mal ein gutes Vertrauen, wenn er mich den Drescher hier holen lässt. Naja, solange er heile einkommt beim Hof, denke ich mal schön, dass das, er das Vertrauen vielleicht bestehen bleibt. Ne? Das hat er auch ausdrücklich betont. Oh Gott, ey, na gut. Halt, warte, bevor du da einsteigst, ja? Ich brauche da mal noch eine Unterschrift hier. Ach so, ja, warte. So, damit du das auch ordentlich entgegengenommen hast, ja. Ja, okay. So, und dann müsstest du dann auch im Richtigen drin sein. Okay. Okay, und rein damit. Oh. Ich sehe nicht sehr viel. Gut, starten wir das gute normal, Stück mal. Das ist normal. Das Schneidwerk hinten ist ja dran, ja? Du musst die Rundumleuchten mit anmachen. Rundumleuchte hier, ja? Okay, ja, genau. Alles da, perfekt. Okay, Ich weiß dich mal noch ein. Können wir einfach mal hier vorgefahren? Warte mal, Servus. Ich such grad mal. Ach, hier. Oh. Ah, Horst. Servus. Ah, grüß dich. Hallo. Ist der Eichner davon, der von dir da mitten auf der Gasse steht? Ja, Horst, aber du weißt doch, ich habe manchmal ein bisschen was zu tun. Und wir haben jetzt gerade hier, guck mal, der Herr Schäfer hier, der Landwirt, der ist neu bei uns. Hallo. Hallo, grüß dich, servus. Servus, grüß dich. Landwirt Schäfer, mein Name. Jawohl, ich nenne mich einfach Horst. Horst, einfach nur Horst, oder was? Ja, ich bin der Bauer Horst hier. Bauer Horst, okay. Nenn dich alle so? Ja, natürlich. Okay. Schön. Wo hast du denn den Bauernhof? Der ist weit oben rechts, da ganz nah am Waldrand. Weit oben rechts, ganz nah am Waldrand. Auf der Landkarte weit oben rechts, da beim Schafhof in der Nähe. Ja, okay, alles klar. Genau. Okay, perfekt. Gut, ich muss leider los, der Hellmann reißt mir den Kopf ab, wenn ich jetzt noch rumbummel. Ja, dann wir weisen sich mal ein. Horst, wenn du gerade Zeit hast, lass du vielleicht mal mitgucken. Ja, ich wollte zu dir, alles gut. Ja, ne, da geht's so. Er hat zwar alle Scheine, aber ist noch nie Drescher gefahren. Oh, mal gucken, was das wird. Also ich will das mal so ein bisschen ausholen nach links hier. Oh mein Gott, das kann nur schief gehen. Das sieht gut aus. Jawohl, rum. Ja, rum. Geht das für vorne? Mit den Bäumchen? Ja, Bäumchen, alles gut. Boah, du hast aber auch eine Einfahrt. Immer kommen, ja. Wunderbar, das sieht gut aus. Okay, ich lass mal laufen. Seien Sie mal nicht besser, gell? Wenn Ihr Fahrzeug, wenn ich mir so blöd hinstellen gehe, dann nehme ich es mit, sag's Ihnen. Ja, Herr Lanzel, jetzt gehen Sie mal nicht auf die Ketten. Wir haben hier gerade, gucken Sie mal, wir weisen uns gerade unseren neuen hier ein, ja. Herr Lanzel! Das ist ja schön cool, aber das ist ja Blödsinn da, was da gemacht. Da machen die Karre da weg. Bitte. Jo, da bleiben Sie ganz ruhig. Geht gleich voran. Wir müssen bloß mal hier, wir können ja gerade mal absperren, Herr Lanzel, wenn Sie schon immer da sehen. Ja, da sperren wir abgehen. Ja, so passt das. So, Landbart, komm! Ich muss, ich glaube, rechts ist kürzer, oder? Ja, du musst doch, der kurz ist relativ. Oh, Moment mal ganz kurz. Eine Sekunde nur. Jetzt wird's langsam. Hast du die 10 Euro? Ja, deswegen bin ich hier, die wollte ich dir zurückgeben. Ah, super, das ist top. Guck mal, ich habe mir direkt einen neuen Drescher schon gekauft, gerade angekommen. Echt jetzt? Nee, ich soll den nur abholen. Aber hier erstmal deine 10 Euro. Ja, danke, schon. Das ist super. So, okay, ich muss los, das ist mir hier zu viel. Ich glaube hier. Oh Gott, ja, Lanzel, geht sich das aus? Platz machen, da muss ich hier rum. Geht sich das aus? Wir fahren mal wieder auf, danke. Wird das oder eher schlecht? Ja, das geht schön. Immer kaum langsam. Ich wollte eigentlich rechts rum jetzt. Ja, du musst jetzt auch hier, wo ich stehe, da musst du rum. Warte, ich fahr ein bisschen zurück. Dann mach ich ein bisschen Platz. Okay, ich lass mal gerade laufen, ja? Oh mein Gott, ich hätte vielleicht doch schon mal Drescher fahren sollen vorher. Das immer kommen, ja, schön langsam.
Geh langsam. Kann ich hinten rum? Dass du hängen bleibst. Ja, Herr Lanze. Entschuldigung, ich war gerade voll in... Bleiben Sie mal kurz stehen. Ja? Bringen Sie mal aus, bitte. Herr Lanze? Einmal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere. Was machen die denn hier, Eduard? Ja, Moment. Was wird das? Dina, warte mal ganz kurz. Lass uns einfach so. Hier stehen. Und hier ist dafür, ich kann es ja verstehen, wenn Sie gerade sehen, wie ich fahre. Der Führerschein hier, ne? Und der Fahrzeugschein, ja, ist ja gerade ganz frisch gekauft erst. Okay, ja. Hör mal einen kurzen Moment, gell? Ja. Kann ich schon weiter rumfahren, dass ich vielleicht nicht blockiere? Na, Sie bleiben mit erst bemischt. Allein ich glaube, der denkt, ich habe keinen Führerschein, so wie ich mich gerade anstelle. Ordnung muss sein. Das ist halt auch nicht abwegig, aber gut, was hat er denn hier schon wieder? Nee, der will nur mal Führerschein, Fahrzeugschein. Schauen wir mal. Das schauen wir mal an, hier, was das wird. Ja, aber ich muss sagen, Landbart, so schlecht stellst du dich gar nicht ein. Prost, kommt von der Straße. Geht ganz gut, wenn ich jetzt voll rum, mit der Leiter könnte eng werden, aber... Ja, das geht, du musst dann nur auch einschlagen schön, ne? Okay. Alles klar, Herr Schäbe, Führerschein passt, können jetzt weiterfahren, gell? Ja, danke sehr. Aber vielleicht sollten Sie mal ein Fahrtraining nehmen, weil das ist ja schon, ja, also... Ja, es ist halt auch, sehr eng hier alles. Ich bin, muss ehrlich zugeben, ich bin so einen großen Drescher noch nicht gefahren. Ich bin schon viele Drescher gefahren, Herr Lanze. Aber so einen großen hatte ich ja auch noch nicht unterm Popo. Gut, dann üben Sie mal, gell? Herr Bärbillige, bringen Sie das mal bei, gell? Dass er das mal gut hat. Machen wir schön. Ja, okay. Alles doch gut. Also wenn ich jetzt hier, Bärbillig, dann geht sich das aus, ja? Ja, ich lerne jetzt endlich mal bayerisch, weil das ist ja Katastrophe, was Sie da sprechen. Ayo mai. Die können ja mal eine Buslehrstunde machen. Oh, komm. Landbart, jawohl. Ich bin schon am Bordstein hier. Das geht. Warte, langsam. Hinten jetzt bitte die Lenkung andersrum. Gerade? Ja, wunderbar. Und rollen lassen? Immer kommen. Oh, ich bin raus, glaube ich, oder? Ja. Oh, perfekt. Ja, und jetzt kannst du. Vielen Dank, meine Herren. Dankeschön. Jo, mach's gut, Landbart. Tschüss. Oh Gott, jetzt nur nicht an den Bus noch schrammen. Oh mein Gott. Alter. So. Alle stehen hier im Weg. So, jetzt aber. Okay, jetzt haben wir Platz. Oh Gott. Was für eine Aufregung. So, jetzt aber ganz gemütlich zum Herrn Ellmann. Alter Schwede, ist das eine Stadt in... Oh, nee, hat er ein Radio? Ja, perfekt. Ist das eine Stadt hier? Gott, man will ja auch nicht negativ auffallen, gerade wenn man neu in der Stadt ist und alles und sich hier was aufbauen will. Aber es ist gut, dass wir schon mal den Professor Erhard kennengelernt haben. Dass wir auf jeden Fall schon mal einen Kontakt zum Bürgermeister haben, weil die Stadt wäre definitiv auch mein nächster Anlaufpunkt gewesen. Ich muss... definitiv hier schauen, dass ich mir schnellstmöglich eigenes Land besorge. Das wird sonst nichts. Ich bin es auch leid. Ich habe jahrelang immer für andere gearbeitet und bin es einfach leid. Oh. Jetzt drückt die Blase. Oh. Kleinen Moment. Oh, super. So, weiter geht's. So. Ja, ich habe jahrelang immer nur für andere gearbeitet. Ich bin's einfach leid. Ich möchte einen eigenen Bauernhof mehr aufbauen. Ich muss mal schauen. Vielleicht irgendwas mit Tieren. Das wäre, glaube ich, meins. Obwohl, Tiere. Bei Tieren heißt es natürlich auch, wir müssen immer da sein. Kein Urlaub. Keine Ferien. Brauche ich immer jemanden, der die Tiere versorgt. Okay, vielleicht doch nichts mit Tieren. Aber irgendwas produzieren, das wäre vielleicht was. Irgendwas Cooles produzieren, irgendeine Produktion. Das wäre eine feine Sache, ein Unternehmer. Sollte ich Unternehmer werden? Aber das Risiko als Unternehmer ist natürlich auch wieder sehr hoch. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich muss mir da echt nochmal den Kopf zerbrechen. So, ganz wichtig ist jetzt aber erstmal, dass wir beim Herrn Ellmann, oh mein Gott, hier im Dorf wird es wieder eng. Ich sehe, oh, nee. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall zusammenreißen.
keinen Kratzer auf den letzten Meter. Okay. Oh, ist die einfach, ey. Und welcher Idiot hat sein Auto da geparkt? Es war so klar. Das Problem kann ich Gott sei Dank selber lösen. Herr Emmann! Ja. Ja, ich bin da mit dem Drescher. Oh, der stresst schon wieder rum. Moment, ich fahr mal direkt rein. Geht sich das aus mit dem Zaun? Ja, fahren wir weiter. Okay. Fahr mal, sieht gut aus. Okay, wo soll das gute Stück hin? Am liebsten würde ich ihn einfach hier stehen lassen. Ja, stellen Sie mal ruhig hier so hin, alles gut. Wer ist das hier? Petrus Lanz, wer ist das? Ja, wo ist Elmann? Wer ist Witt? Oh. Herr Schewe. Ja? Macht einmal 50 Euro, bitte. 50 Euro? Ja, ist eine 20er-Zone, 24 gefahren. Das ist eine 20er-Zone? Oh, ja. Das habe ich übersehen. Ah, mein letztes Geld. Ja. Also bitte. Was ist aber der Scheiße gebaut, oder? Ja, schnell gefahren ist er. Bin der 20er-Zone 24 schon, gefahren. Schon das zweite Mal, dass er auffällig wird, oder? Okay? Also. Warte mal schon. Ja, da kommt da in Ordnung rein und macht da nur Terror. Also, soll ich die Leute morgen mal für nicht, gell, Herr Schäfe? Muss ich mal überlegen, ob der überhaupt noch was tut bei mir, wenn das schon so anfängt. So, hier. Die 50 das Euro. Das hätte es früher nicht gegeben. Das hätte es früher nicht gegeben. Da haben Sie ein Ticket. Na, danke. Ich sag's dir einer, jetzt sind schon zweimal aufgefallen, gell. Das dritte Mal, wenn sie nochmal auffallen. Dann sag ich einer, Herr Schäfe, dann setzt's was, gell? Herr Lanzl, es tut mir wirklich leid, tut mir wirklich leid. Sie kommen da in Ort rein, wir sind eine friedliche Gemeinde, sie kommen da rein und machen so ein Terz die ganze Zeit. Das mag ich überhaupt nicht, damit sie das wissen, gell? Herr Lanzl, es tut mir leid, aber ich wusste gar nicht, dass ich jetzt so ein Terz... Entschuldigung, ich werde nie wieder 4 km/h zu schnell fahren. Ich sag's Ihnen, wenn es nur 1 km/h ist, Herr Schewe, dann setzt richtig was. Sie sind jetzt auf der Liste von mir. Sie sind auf der Liste. Haben Sie es verstanden? Okay, Entschuldigung. Alles klar. Gut. Nicht, dass Sie auf das Kommando von Bosbach kommen, gell? Also auf die Ebene. Da wollen Sie nicht hin. Nee. Bosbach, wer war das gleich? Ja, der Bauer. Ach so, ja. Muss ich mir erzählt haben, wo ich aufpassen soll. Ja. Okay, alles klar. Dass auf dieselbe Ebene kommen wie den. Ja? Nein, ich kenne ihn ja nicht mal. Dann sind Sie auf dem Kicker bei mir. Nee, du brauchst mich nicht auf dem Kicker haben. Ich werde ein Bürger sein, der Ihnen keine Probleme macht, Herr Lanzl. Da müssen Sie jetzt einmal Taten folgen lassen, weil bis jetzt ist es nur heiße Luft, was da rauskommt. Also, ja, okay, ja. Ich werde mich anstrengen, dann, Herr Lanzl. Ja, dann schönen Tag noch, gell? Passt. Achso. Herr Elmann. Ja. Ja, der ist ja immer so. Das ist aber nicht gut, wenn man sich gleich so mit dem anlegt. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Ich bin 4 km/h zu viel gefahren. Und ich weiß gar nicht, was der. Sonst noch der, ich glaube, der nimmt es ziemlich genau, oder? Und mit 9 ist er ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist ja. Aber ich werde mich beweisen, Herr Elmann. Habe ich bei Ihnen jetzt auch bewiesen. Gucken Sie mal, hier steht das gute Stück. Ohne Kratzer, ohne alles. Ja, ich hoffe, dass das da nichts dran ist. Nein, super, alles top. Die Papiere liegen alle drin. Das ist so eine neue Technik. Da kann ich gar nicht mit umgehen. Glaube ich Ihnen. Früher hat es sowas nicht gegeben. Nee. Ja, früher war alles besser. Ja, wo sind Sie denn da? Wollen Sie noch was tun oder wollen Sie los? Ja, ich würde erstmal dann hier los, ganz gerne. Pass mal auf. Hm? Ich bin zwar nicht nett, aber ich bin auch kein Unmensch. Okay, das ist schon mal gut zu hören. Bitte schön. Wie großzügig, danke. Wenn Sie nochmal Arbeit suchen, ja? Das Holz können Sie von mir aus verkaufen. Das können Sie in die Tasche stecken, das Geld. Würde ich hochbringen, auf jeden Fall. Mal gucken, was ich dafür bekomme. Ja. Wenn Sie nochmal Arbeit suchen, kommen Sie einfach vorbei. Ich habe immer was zu tun. Ich melde mich. Aber das nächste Mal, das sage ich Ihnen jetzt nur einmal. Ja. Bringen Sie den guten Mann nochmal hinter sich her, hier mit hin.
Nein. Das letzte Mal bei mir. Nee, keine Angst, keine Angst. Ich habe da selber keine Lust auf Stress mit ihm. Alles klar. Okay, gut. Dann schönen Tag Ihnen, ne? Ja, auch so. Tschüss. Ciao. Puh. Ja, wenigstens haben wir mal ein paar Penunzen verdient. Wird vielleicht für eine Unterkunft reichen, die erste Nacht. Alter Schwede, die sind schon alle sehr, sehr skeptisch, was, glaube ich, neue Mitbürger betrifft. Ich werde mich definitiv jetzt erstmal auf dem Weg zum Sägemerk machen und werde mal schauen, was ich für das Holz bekomme. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß und lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss.